Ein bisschen vorher, nachher. Da ist nur noch geschliffen, also nicht poliert, nur geschliffen. Ich versuche zum Zoomen. Gerne. Vorher. Und jetzt, das so sieht's aus. Nur Schleifpolitur, also nichts Finish. Nochmal vorher und nachher. Und so sieht's aus, nur nach Schleifen. Und dort war die Übergang. Jetzt sieht man nicht mehr so. Ein bisschen noch, aber ich denke mal, ich komme mit Finish. Das sieht gut aus. Die Detailing bei diesem Bereich. Also, ich habe diese Sektion komplett poliert. Einmal, ich habe geschliffen mit Schleifpolitur, aber das ist so gut geworden, dass du es eigentlich null Hologramm schon bei Schleifen. Eigentlich, ich könnte das so lassen, Versiegelung drauf, aber wenn ich gehe nochmal drüber, dann kann ich noch mehr Glanz rausholen. Ich weiß nicht, ob noch mehr. Das ist schon Perfektion. Also, was ich wollte euch zeigen jetzt. No, Fokus. Ja, genau. Hab poliert und ihr könnt das sehen. Da ist kein Kratzer. Aber hier, wo ich habe mit meinem Finger gezeichnet, hier in dem Bereich. Dort zum Beispiel seht ihr, da ist ein paar Kratzer, paar ganz, ganz klein, wo die Licht ist. Oder hier innen drin. Hier auch. Dort habe ich ein, zwei Stück. Ganz klein. Also was ich wollte mit dir sagen, wenn ihr habt poliert und der Rest sieht gut aus, aber habt ihr ein paar Stellen, also
hat die ein paar Stellen, wo sind noch ein paar Kratzer geblieben. Das heißt nicht, du musst nochmal auf die Politur drauf und wieder komplett und wieder. Nein, du musst das markieren. Also du musst nicht, aber ich mache es halt so. Ich markiere das und ich poliere nur dort, wo die Kratzer sind. Das ist Detailing. Das soll wir die Kratzer entfernen. Um so wenig Klarlack wegzunehmen, wie halt das möglich ist. Und in diesem Fall hier, ich würde das zum Beispiel, hier ist perfekt, hier. Hier, ich muss nicht polieren. Also dort, warum soll ich polieren, wenn hier weiter ist ein Kratzer? Da muss ich nicht, nein. Hier ist imperfekt, hier, nur dort werde ich polieren. Das heißt, neben dran bleibt mehr Klarlack. Das heißt, die Kunde in ein paar Jahren kommen und hat hier einen Kratzer. Ich kann das polieren ohne irgendwelche Probleme, weil ich habe dort noch gelassen, genug. Das ist alles, was ich wollte sagen. Fertig, aber ja, ich weiß. Dauert viel, viel länger, zweimal so lang. Aber bei Detailing, die Zeit, ja, das kostet Geld. Aber ich denke, so könnt ihr Qualitätsarbeit liefern. Also auf solche Kleinigkeiten müsst ihr achten, wenn ihr möchtet in Detailing was Gutes erreichen. Und jetzt weiter geht's. Hui. Bisschen vorher, nachher. Vorher. Mit Lachnebel und alles. So. Und nachher. Und das ist nur bei Schleifen. Nur bei Schleifpolitur. Hier. Also vorher. Und noch einmal schleifen. Naja, das Auto bis jetzt so sieht's aus, mit Schleifen bin ich fertig. Und jetzt haben wir 21 Uhr 47 Abend. Heute ich muss noch einmal komplett über. Mit Finish vorbereiten für Vertiefung und dann morgen früh ungefähr 4 Uhr. Also eigentlich noch einmal rüber, das dauert ungefähr 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann morgen früh 4 Uhr, 5 Uhr, weiß ich nicht. Ich fange an zu versiegeln das Auto, weil Samstag das Auto geht raus. Und ich bin ein bisschen spät. Deswegen das wird eine sehr, sehr lange Arbeit, Nacht. Das Auto wird schön. Na gut, dann weiter geht's.